Wir haben so eine kleine Agenda für euch vorbereitet. Das heißt, erstmal wird Professor Dr. André Werner für euch hier eine kleine Intro machen. Dann übergeben wir an Andreas, der erzählt ganz kurz was zur Softwareskammer. Danach werde ich euch so ein bisschen Einstieg in Docker geben, was Community und Kanäle und Infos, wo ihr die bekommen könnt, anbelangt. Bevor wir dann zu einem richtigen Fachvortrag quasi kommen. Da haben wir glücklicherweise den Frank aus Leipzig gewinnen können, der ja auch schon einiges an Erfahrungen mit Docker sammeln konnte und verschiedene Workshops gegeben hat. Genau. Und ich würde sagen, wir starten und die genaue Agenda gibt euch dann der Andreas noch näher. Super. Besten Dank schon, dass wir hier sein dürfen. Dann erstmal herzlich willkommen bei uns an der Erz-Abo-Hochschule. Ich meine, für die Stellen klar, aber jetzt für die Externen und auch sozusagen für die FSU-Angehörigen. Wir freuen uns sozusagen, dass wir einfach heute mal ein Thema haben, was nicht klassische Lehre ist, sondern das Thema Virtualisierung und natürlich halt mit der Infrastruktur von Dockers. Und genau. Wer bin ich? Ich bin sozusagen Studiengangsleiter für Kümmerer. Das sind, sagen wir mal, viele Studenten, die ich auch kenne, aber vielleicht auch die externen. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen, der vielleicht doch über ein Studium oder ein weiteres Studium drüber nachdenkt. Den Kümmerer-Studiengang kann ich noch empfehlen. Wir beschäftigen uns mit coolen Inhalten und Themen. Und warum Jena eigentlich halt? Weil in Jena sozusagen wir genau diese tollen Technologien, die wir auch heute kennenlernen, eben auch anwenden sozusagen. Ja. Jena ist ja, ja nicht die Wiege des E-Commerce, aber waren mit der ersten halt, die ein Standard-Software-Produkt für den Bereich entwickelt haben, waren dann auch wieder mit die ersten sozusagen, die eine cloud-basierte sozusagen E-Commerce-Lösung in den Markt gebracht haben. Und wir sind ja doch ein recht toller Technologiestandort mit verschiedenen Studiengängen und es gibt viele Themenbereiche, sage ich mal, die wir sozusagen in Jena abdecken können. Und natürlich ist Jena eine coole Studentenstadt. Ich glaube, das können die Studenten eigentlich ganz gut bestätigen. Aber die Frage war sozusagen, ja, Thema Virtualisierung, Internetwirtschaft. Ich habe mal ja so eine relativ simple Folie gemacht. 2005 hatte ich ein Projekt in einem Unternehmen. Da hat man sozusagen Webentwicklung gehabt und nach einem bestimmten Auftragssystem entwickelt, webbasiert. Und die hat natürlich auch eine Webpräsenz. Und was mich damals irgendwie genervt hatte, war, das waren alles immer so Rechner, die so halb unter dem Tisch standen, weil die noch keinen, sagen wir mal, keinen Serverraum hatten in dem Sinne. Und wir haben darauf entwickelt. Da gab es sozusagen schon 2003, 2004 so eine erste Beta von VM-Server sozusagen, was einem das Ganze ein bisschen eben ermöglicht hat. Haben wir damals eben so ein Projekt durchgeführt, wo wir dann im Endeffekt diese physikalischen Server, die wir dort stehen hatten, auf einer Serverinfrastruktur sozusagen eben umgesetzt haben. Ja, wir haben sozusagen die Hardware virtualisiert und das Ganze dann in den verschiedenen virtuellen Umgebungen halt auf diese Betriebssystembasis eben umgesetzt. Das eine System war Windows XT, das andere war ein Windows NT Server, das andere war eine Linux-Kiste und die haben wir dann alle sozusagen, könnte man virtualisieren, die auf einem Serversystem laufen. Das war 2005. Warum hat das Unternehmen das Ganze mitgemacht? Weil wir einfach erklären konnten halt, so ein größeres Serversystem zu betreuen ist einfacher, als immer solche separaten Kisten, die da stehen, wenn da mal der Speicher kaputt geht oder mal eine Festplatte braucht, dass immer alles intensiv ist, man muss die runterfahren, warten und. Und dass da sozusagen ein größeres System viel wirtschaftlicher ist zu betreiben als viele kleine Systeme, insbesondere auch noch, weil wir darüber nachgedacht hatten, halt einen Datenbank-Server aufzusetzen und das Thema Datenbank aus den einzelnen Systemen rausziehen und. Und da war es einfach sinnvoll. Und wie gesagt, wir haben es da probiert und ich glaube, die ganze Infrastruktur läuft immer noch sozusagen bei. Das war 2005, naja, schon ein paar Jahre zurück, sage ich mal. Wie sieht es denn heute aus? Heute hat sich das Ganze viel weiterentwickelt, nämlich die Probleme, die wir damals, oder das, was wir uns damals gefreut haben, endlich können wir sozusagen eine komplette Softwareumgebung halt virtualisieren und nutzbar machen halt, die Hardware sozusagen gekapselt, hat natürlich auch zu Problemen geführt. Ja, in dem einen System habt ihr gesehen, lief ein IIS sozusagen als Webserver, bei dem anderen Apache, verschiedene Betriebssysteme und. Vielleicht hatten sie auch eine Anwendung halt, die eine PHP als Stack hatte, an der anderen auch eine PHP-Stack. Und warum kann man sozusagen nicht noch mehr Komponenten wiederverwenden, als nur sozusagen das Thema Betriebssystem? Und da ist die Zeit, was gerade in den letzten Jahren en vogue geworden ist, dass man nicht mehr auf der Betriebssysteme virtualisieren kann, sondern eben auf der Anwendungsebene, so dass man Bibliotheken eben wiederverwenden kann und damit eigentlich sozusagen noch mehr ressourceneffizienter eben arbeiten kann, wie es eben halt früher, wo ich sozusagen komplette Betriebssysteme virtualisiert habe mit den Anwendungen, die da drauf liefen. Ich denke mal, da werden wir heute noch viel detailreicheres hören, will ich gar nicht so weit auslagern. Aber die Frage sozusagen, die Internetwirtschaft,
ob die ohne Virtualisierung eigentlich vorstellbar ist. Ich habe mal so ein Bild vom Bundesverband Digitale Wirtschaft genommen, von einer Studie, wo die eben sagen halt, was macht eigentlich die digitale Wirtschaft in Deutschland, in Europa? Da gibt es so verschiedene Themenbereiche. Und sie sehen halt E-Commerce ganz stark, B2B, B2C-Bereich und die ganzen Anwendungen, aber auch sozusagen die ganzen Cloud-Dienste, die darunter aufgebaut sind. Und wenn man anguckt, sozusagen all diese Cloud-Dienste und die Anwendungen, die darauf laufen würden, diese vielen tausend, wenn man die nur sozusagen auf der Betriebssysteme virtualisieren würde, wäre irgendwann mal, finde ich, sozusagen gar nicht mehr beherrschbar, weil dann einfach zu viele heterogene, unterschiedliche Versionierungen von Betriebssystemen, irgendwelche Datenbanksysteme, irgendwelche vielleicht verwendete Entwicklungsbibliotheken oder was man da hat, eigentlich gar nicht mehr beherrschbar. Und das ist sozusagen eigentlich das Thema, diese Anwendungsvirtualisierung, eigentlich genau das befördert, eben diesen Reichtum an den verschiedenen Anwendungen, die da dran entstehen. Soweit will ich das eigentlich mal belassen halt. Ich denke mal, Ziel ist heute, das Ganze mal praktisch zu erleben, das zu sehen. Darum habe ich mich versucht, kurz zu halten. Und ja, das Einzige, was ich Ihnen noch wünschen kann, ist viel Spaß heute. Stellen Sie Fragen, probieren Sie viele Themen aus. Ich denke mal, so eine Chance haben Sie nicht immer, kompetente und fähige Leute heute da zu haben. Also daher viel Spaß und viel Erfolg. Und ich freue mich, dass Sie da sind. Jetzt würde ich die Folien übergeben.